Ist es an? Hört ihr mich? Okay. Danke an Silke für diese nette Einführung. Ich habe beschlossen, auf PowerPoint zu verzichten und dafür jetzt auf eure Imagination zu vertrauen. Das Bild, was ich euch bitte, euch vorzustellen, ist ein Eisberg. Und zwar könnt ihr diesen Eisberg sowohl über Wasser sehen, als auch unter Wasser. Und ihr wisst vielleicht, dass der Teil über dem Wasser wesentlich kleiner ist als der Teil unter dem Wasser, den man normalerweise nicht sehen kann. Das ist ein Bild, das in der feministischen Ökonomie sehr oft verwendet wird. Der Teil, den man sieht, steht für die Marktwirtschaft. Das, was wir gewohnt sind, die Ökonomie zu nennen. Und der Teil unter dem Wasser ist all das, was einfließt in diese Marktwirtschaft, was zu dem Profit führt, aber nicht nach kapitalistischer Logik entlohnt wird. Unter dem Wasser sind Sorgetätigkeiten zum einen. Es gibt auch über dem Wasser Sorgetätigkeiten, Care, Pflegetätigkeiten. Diese sind in der Regel schlechter bezahlt als die produktiven Tätigkeiten, weil sie sich schlechter rationalisieren lassen. Es lässt sich nicht so viel Profit aus ihnen schlagen. Weiterhin sind unter dem Wasser die Naturdienstleistungen, wie es in den Wirtschaftswissenschaften heute wirklich heißt. Also das, was wir von der Natur uns einverleiben. Und weiterhin unter dem Wasser sind alle Tätigkeiten, die nicht mit Geld entlohnt werden. Das nennt man Subsistenz. Vor einiger Zeit hatte ich eine Diskussion mit einer Frau von Ökokredit. Das ist eine Institution der Kirchen, die sagen, wir wollen nicht nur Geld geben, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten im globalen Süden. Und deshalb vergeben wir Kredite. Man muss sehr lange in den Papieren lesen, bis man darauf kommt, dass fast alle diese Kredite Mikrokredite sind, die fast alle an Frauen gehen und der durchschnittliche Zinssatz dieser Kredite 37% ist. Damit konfrontiert war die Reaktion der Frau, das ist nun mal so im globalen Süden. Die anderen Zinsen sind eher noch höher. Das, was da einverleibt wird, ist eben die unbezahlte Tätigkeiten von diesen Frauen. Man kann also sagen, dass 2/3 der Arbeit unter Wasser ist, nicht gesehen wird, nicht nach kapitalistischer Logik entlohnt wird. Andererseits ist es falsch, von Arbeit zu sprechen. Der Begriff Arbeit ist erst in die Welt gekommen, als entfremdete Arbeitsformen, Lohnarbeitsformen entstanden. Selbst in allen europäischen Sprachen ist nachzuvollziehen, wie dieser Ausdruck kam, und in allen ist deutlich, dass sie mit Mühsal und Leid und Abhängigkeit belegt sind. Im Russischen stammt das Wort ab von dem Ausdruck Sklave. Im Französischen und Spanischen, Travaille und Trabajo, kommt von Tripolare, einem Folterinstrument. Labor im Englischen mag Lohnarbeit heißen, im Süddeutschen und in Österreich laboriert man an Krankheiten, weil es eben eigentlich auch bedeutet, unter einer schweren Last zu gehen. Und Arbeit geht auch zurück auf Mühsal und das Bild eines verwaisten Kindes, das zu harter Arbeit gezwungen ist. In der feministischen Diskussion wird viel von dem Ganzen des Lebens gesprochen. Ina Pretorius, eine Feministin, die in der Schweiz lebt, spricht von der Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Das heißt, dass wir erst wiederentdecken müssen, dass wir nicht nur arbeiten, weil wir dazu gezwungen sind, weil wir dafür Geld bekommen, sondern dass wir tätig werden, weil etwas getan werden muss,
Natürlich gab es früher in den Sprachen für Tätigkeiten Ausdrücke, aber eben nicht abstrakt als Arbeit. Das Ganze der Arbeit ist auch ein Titel der Commons-Spezialistin Brigitte Kratzwald aus Österreich, die so ein Buch benannt hat und der Untertitel lautet Selbstorganisierung zwischen Lust und Notwendigkeit. Also wir werden tätig, weil wir etwas gern tun, aber auch, weil es notwendig ist. Das Urbild in der feministischen Diskussion ist die Mutter-Kind-Beziehung, das Baby schreit und die Mutter oder natürlich auch jemand anders kümmert sich darum. Ich möchte etwas zitieren, was David Graeber in seiner Rede 2015 an dieser Stelle gesagt hat. Er sagte, Geld entscheidet, was Arbeit ist. Geld bestimmt den Wert einer Tätigkeit und bestimmt, ob diese Tätigkeit überhaupt Wert hat. Und er hat hinzugefügt, dass in einer Gesellschaft ohne Geld alle Tätigkeiten Wert besitzen können, weil es diese Messlatte nicht mehr gibt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass selbst im Kapitalismus und selbst in Lohnarbeitsstrukturen im Grunde, on the ground level, alle Tätigkeiten kommunistisch insofern ablaufen, als auch zwei Lohnarbeiter, die nebeneinander stehen, nicht sagen, gib mir den Hammer und ich gebe dir das und das dafür. Das heißt, dass diese sehr effiziente Art und Weise, einfach beizutragen, ohne gleich an Tausch zu denken, immer noch die selbstverständliche Form ist, mit der wir im Alltag tätig werden. Und ich zitiere David Graeber immer sehr ausführlich in meinen Vorträgen, wenn es darum geht, den Mythos zu zerstören, dass bevor es Geld gab, Menschen, individuelle Menschen in Gesellschaften getauscht hätten. Er macht sich ganz wunderbar lustig darüber, dass in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Buch am Anfang gesagt wird, die eine Person hat den Schuh und die andere Person, der Schuster hat den Schuh und der Bäcker hat das Brot und wie tauschen die das jetzt bloß? Es ist ja alles total kompliziert, vor allem wenn der Bäcker gar nicht den Schuh will, sondern eine Kartoffel. Und David Graeber sagt, wie blöd muss man sein, um einen Schuhladen an einem Ort einzurichten, in dem es kein Geld gibt. Sondern es ist noch nie eine Gesellschaft entdeckt worden, in der es individuellen Tausch gab, bevor es Geld gab. Es gab sehr unterschiedliche Systeme, wie beigetragen wurde, sehr egalitäre, sehr hierarchische, aber es gab nie den individuellen Tausch innerhalb einer Gesellschaft. Auch Rosa Luxemburg spricht dazu schon vor 150 Jahren, wie das entdeckt worden ist und trotzdem wird es immer wieder mystifiziert, dass es eben früher diesen Tausch gegeben hat. Das hat den Hintergrund, um eben uns Sachen nicht hinterfragen zu lassen, uns vieles in dieser Gesellschaft als natürlich anzusehen und auch davor hat David Graeber vor 2 Jahren gewarnt, als er gesagt hat, Naturalisierungen sind gefährlich, weil wir Sachen nicht mehr hinterfragen. Ich habe jetzt schon versucht, Arbeit zu denaturalisieren und Tausch zu denaturalisieren und möchte es noch mit Eigentum machen. Denn das Gegenteil von Eigentum sind Commons und ich rede ja auch von Commoning. Wie ist das Eigentum in die Welt gekommen? Rosa Luxemburg zeigt eben auf, wie überall in der Welt bis zu Anfang der Neuzeit dorfkommunistische Strukturen bestanden, wie sie es nennt. Das heißt, es gab kein Eigentum an Land, sondern in den Dörfern wurde das Land aufgeteilt, wiederum natürlich nach unterschiedlichen Systemen. Aber es war denen, die es bebaut haben. Dann kam die Einhegung, das heißt, der Adel hat das Land privatisiert, um mit Schafen Fernhandel zu betreiben. Die Menschen mussten in die Städte ziehen und wurden Proletarier. Marx hat vom doppelt freien Arbeiter gesprochen. Im Gegensatz zu Sklaven ist er frei und damit frei, seine Arbeitskraft zu verkaufen.
aber er muss sie auch verkaufen, weil er frei von Produktionsmitteln ist. Das heißt nichts anderes als frei von Commons. Die Menschen wurden eben vertrieben vom Land, ihnen wurden ihre Möglichkeiten der Subsistenz genommen. Man kann aber auch hinzufügen, sie müssen dreifach frei sein, die Lohnarbeiter, weil sie müssen auch frei sein von Sorgetätigkeiten. Ansonsten haben sie gar nicht die Zeit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Oder man kann sagen, sie müssen vierfach frei sein. Sie müssen auch frei sein davon, bedürftig zu sein nach Sorgetätigkeiten. Das heißt, das Bild dahinter ist eben das des Leistungsmenschen, der das tun kann. Moment. Pausen sind gut. Okay. Wie kam also das Eigentum in die Welt? Dafür als entscheidend angesehen wird John Locke, und zwar erst im Jahr 1690 in seinen Abhandlungen über die Regierung. Dort schreibt er in einem Absatz, der erste Satz heißt, obwohl die Erde und alle niederen Geschöpfe den Menschen gemeinschaftlich gehören. Das heißt, davon ist auch er noch vor 300 Jahren selbstverständlich ausgegangen. So hat doch jeder ein Eigentum an seinem eigenen Körper, so argumentiert er selbst, so argumentiert er weiter und sagt dann, also alles, was ein Mensch dem Zustand entrückt, den die Natur vorgesehen hat, das kann er als sein Eigentum benennen. So entsteht Eigentum durch Arbeit. Der letzte Satz in diesem einen Absatz heißt aber wieder, wenigstens da, wo genug und ebenso Gutes für den gemeinschaftlichen Besitz anderer vorhanden ist. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, Locke argumentiert gar nicht für Eigentum, er argumentiert immer noch für Besitz, weil Besitz ist das, was unser Bedürfnis befriedigt, was wir gebrauchen. Und die anderen haben noch genug, das Gleiche für sich zu tun. Eigentumsverhältnisse, wie wir sie heute haben, wo 8 Männern so viel Vermögen gehört wie der ärmeren Hälfte der Menschheit, lässt sich damit nicht legitimieren. 3 Feministinnen haben darüber hinaus darauf hingewiesen, dass es eine bestimmte Art von Arbeit bei John Locke ist, die zum Eigentum legitimiert. Adelheid Biesecker, Christa Wichterich und Uta von Wildfeld schreiben, das Wasser gehört demjenigen, der erschöpft und nicht derjenigen, die die Quelle hegt und pflegt. Die Birnen gehören derjenigen, die sie sammelt oder pflückt, nicht demjenigen, der für das Gedeihen des Baumes sorgt. Sorge- und Pflegetätigkeiten aller Art also, die per Definition nicht zur Aneignung bzw. Eroberung eines Gutes führen, sondern zu dessen Erhalt und Gedeihen, legitimieren nicht zu Eigentum. Bis heute sind es überwiegend Tätigkeiten von Frauen, welche nicht zu Eigentum legitimieren. Aber gerade auch in der Kolonialisierung war das entscheidende Argument, warum den Menschen ihr Land weggenommen wurde. Noch Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise argumentierte ein kanadischer sogenannter Indianerbeamter, da die Indigenen nicht das göttliche Gebot erfüllt haben, sich die Erde untertan zu machen, sind ihre Ansprüche auf Eigentum unhaltbar. Auch John Locke schreibt, das Heu, das mein Knecht gemäht hat, ist meins. Denn es gibt auch bei ihm schon Menschen, die nicht zu Eigentum fähig sind. Der Knecht, die Frauen, die Menschen in den Kolonien. Und er sagt explizit, diese können nicht Teil der bürgerlichen Gesellschaft sein, denn der Sinn der bürgerlichen Gesellschaft ist die Erhaltung des Eigentums.
Wie also wurde vorgegangen, um den Menschen das Land wegzunehmen? Und wir wissen alle um die Praktiken. Aber wie wurden sie dazu gebracht, auch zu arbeiten? Genau damit eben, ihnen das Land wegzunehmen. Earl Grey, der uns heute vor allem als Teesorte bekannt ist, sagte, damit die Menschen arbeiten, muss man ihnen erstens das Land wegnehmen und zweitens muss man Steuern erheben. Damit brauchten die Menschen Geld, um die Steuern zu zahlen. Sie brauchten es eigentlich nicht, um zu leben. Diese Argumentation, dass es Menschen gibt, die zu Eigentum fähig sind und andere Menschen, ist ein Prozess, der sehr entscheidend mit der Aufklärung einhergeht. Mit dem Ruf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit finden wir einhergehend Legitimationsdiskurse, wissenschaftlich unterfüttert, die belegen, dass Frauen ja ganz anders sind, dass Schwarze ja ganz anders sind als weiße männliche Bürger und geistig und körperlich nicht fähig, freie und gleiche Staatsbürger zu sein. Wir müssen den Eisberg, anders als im Abstract angedeutet, also nicht auf die Füße stellen, vom Kopf auf die Füße stellen oder von der Spitze auf die breite Seite. Wir müssen ihn auflösen. Wir müssen die Tauschlogik überwinden, die uns immer wieder sagt, was Arbeit ist und was nicht Arbeit ist. In Deutschland entsteht gerade eine junge Bewegung, wo verschiedene Sammelbecken zusammenkommen von Menschen, die schon seit einigen Jahren von Living Utopia sprechen, von geldfreier Leben, von tauschlogikfreier Leben, von unconditional sharing. Und diese tun sich gerade zusammen zu Move Utopia, wobei Move im Deutschen mit den Anfangsbuchstaben beginnt, heißt miteinander, offen, vertrauensvoll, emanzipatorisch. Und es soll ein Zusammentreffen geben für eine Welt nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Vom 21. bis 25. Juni im Nordosten Deutschlands. An der Müritz auf dem Kulturkosmos-Gelände die Webseite move-utopia.de. Damit soll die alte Forderung nach einer Gesellschaft, nach Bedürfnissen und Fähigkeiten wieder auf die Bühne der Geschichte gebracht werden. Ich lese aus dem Selbstverständnis vor, wir teilen die Vision über kommende Verhältnisse menschlicher Vereinzelung ab und neue Formen des Zusammenlebens aufzubauen. Wenn wir Bedürfnisse und Talente offen teilen und mitteilen, kann eine neue Art von Beziehungen entstehen. Eine, die Individualität als Grundlage unseres Miteinanders anerkennt und darauf aufbaut, Unterschiedlichkeit zu genießen. Das hatte ich eigentlich übersetzt reingegeben, aber es war zu spät, fürchte ich. Okay, ich überspringe mal und lese einfach nochmal den letzten Satz. Wir feiern das Experiment der gelebten Utopie, um uns jenseits von Nationen den globalen Problemen dieser Zeit zu stellen. Was da passiert, sind Praktiken in sozialen Bewegungen, die ich schon vor einigen Jahren versucht habe, mit dem Wort Economy auszudrücken. Ein Wortspiel zwischen Economy, also das englische Wort für Wirtschaft, und Commons. Die Prinzipien, das erste Hauptprinzip davon ist Besitz statt Eigentum, was Commons ausmacht. Im Deutschen gibt es die offizielle Definition von Eigentum als das, was ich verkaufen kann und von was ich Menschen grundlos ausschließen kann. Besitz ist das, was ich brauche und gebrauche. Die Vermieterin ist also die Eigentümerin, der Mieter der Besitzer.
2008 in der Subprime-Crisis kam es dazu, dass Menschen aus ihren Häusern ausziehen mussten und im Grunde vor den leeren Häusern campen mussten, weil gar nicht die Nachfrage danach war. In Kuba war es bis 2011 so, dass es kein Eigentum an Häusern gab. Man konnte es nicht verkaufen. Es wurde aber auch nicht streitig gemacht. Man kann es auch mit Land denken. Ich habe schon viel über die über Commons gesprochen als Land oder wie Tashunko Witko, besser bekannt als Crazy Horse, gesagt hat, man verkauft nicht das Land, auf dem Menschen wandeln. Man kann es mit Gegenständen denken und wir haben eben schon den Witz von Cora über die Bibliothek gehört, als Commoning-Witz. Eine Bibliothek, wo Bücher geteilt werden, das lässt sich mit anderen Gegenständen auch denken. Oder ein Phänomen, was wir sehen, die Umsonstläden, wo Menschen hinbringen, was aus ihrem Besitz gefallen ist, einfach weil sie es nicht mehr brauchen. Kann man sagen, es ist aus dem Besitz gefallen. Sie bringen es hin zu einer Umverteilstation, andere können es nehmen, ohne Geld, ohne Tauschlogik, ohne etwas bringen zu müssen. Man kann es für Infrastruktur denken. Auf der einen Seite gibt es Sachen, die sind gar nicht rival, wie Musik. Man kann es kopieren, es vervielfältigt sich. Dann sagt man, es gibt Güter, die sind halbrival. Das wären zum Beispiel unsere Toiletten hier. Aber nur weil sie umsonst sind, benutzen wir sie doch nicht die ganze Zeit. Man kann es auch für rivale Güter denken, so wie es heißt, all you can eat und nicht all you want to eat. So viel, wie wir essen können, ist begrenzt. Unsere Bedürfnisse sind begrenzt. Und in Bezug auf Produktionsmittel gibt es viele Ökonomen, die sagen, dies dezentralisiert sich gerade dermaßen, dass es vorstellbar wird, dass es eben immer, dass dezentrale Produktion immer unwichtiger wird. Und das Ganze bedeutet auch als zweites Prinzip auf der Tätigkeitsseite beitragen statt tauschen. Unsere Lust, tätig zu werden, zu befreien. Und im Grunde sind diese beiden Prinzipien, beitragen statt tauschen, Besitz statt Eigentum, nichts anderes als die alte Forderung nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Am Anfang stehen unsere Bedürfnisse, weil wir immer erstmal bedürftig auf die Welt kommen und dann haben wir auch das Bedürfnis, uns in diese Welt einzubringen. Das alles sind Praktiken, die gelebt werden und mit Move Utopia soll es auch über dieses Treffen hinaus eben zu einem Aufbau dieser Bewegung kommen. Und all die Prinzipien, die wir oben sehen, Capitalism can be overcome beyond the states und also auf Deutsch muss ich es ja sagen, unsere bisherigen Logiken zwischen Arbeit und Faulheit, Egoismus, Altruismus runterbrechen. All das ist zentral in dieser Bewegung. Und was wir damit machen, ist eigentlich die Praxis anderer sozialer Bewegungen ins Zentrum rücken. So wie wir hier auch erleben, dass wir nicht ausgeschlossen werden, wenn wir keinen Tagungsbeitrag zahlen. Das ist die Praxis, in der sich alle Bewegungen immer mehr organisieren, beitragen statt tauschen. Und was wir mit Move Utopia wollen, ist das ins Zentrum setzen und nicht zu sagen, so wie wir anfangen, über Ökonomie zu reden, denken wir wieder in Geld- und Tauschlogiken, sondern das, was wir erfahren in unseren Bewegungen, wie wir intrinsisch motiviert beitragen, darauf zu vertrauen, dass wir eine Welt aufbauen können nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Und das sollten wir bewegungsübergreifend tun. Vielen Dank.